Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und es ist schon wieder Sonntag und das heißt, Sonntag ist Verlosungstag und ihr könnt zu dem einen oder anderen Film ein Gratis-Exemplar abstauben. Und welche das sind, seht ihr schon in dem Videotitel, aber kurz zu den Regeln, denn jede Woche kommen ja einige Abonnenten neu dazu. Ich zeige euch gleich, was ihr gewinnen könnt und werde zu jedem Film einen Kommentar sagen, dass ihr in die Kommentare schreiben und vervollständigen sollt. So nehmt ihr in der Verlosung teil. Dafür habt ihr 48 Stunden Zeit bis kommenden Dienstag um 15 Uhr. Datum und Uhrzeit steht auch nochmal in der Infobox und dann werden die Gewinner per random.org ausgelost und dann schreibe ich die Gewinner per Direktnachricht auf YouTube an. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, bla, ich bräuchte jetzt deine Adresse, damit ich das noch zuschicken kann und schon ist euer Gratis-Exemplar im Briefkasten. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Da es heute um drei verschiedene Titel geht, könnt ihr also maximal drei Kommentare schreiben. Schreibt bitte also nicht vier oder fünf zu einem Film, weil ihr sonst eure Chancen auf unfaire Art und Weise erhöht und dann aus dem Gewinnspiel ausgeschlossen werden müsstet. Fangen wir einmal an mit der Serie, einmal auf DVD American Horror Story. Kommt ganz anders daher, eine Serie, die von einem Haunted House erzählt, einem verfluchten Haus, vielen Morden, die dort stattgefunden haben und einer Familie, die versucht, dort klarzukommen, seit, glaube ich, ungefähr anderthalb Wochen auf den Markt hier die erste Staffel von American Horror Story zu bekommen. Und um daran teilzunehmen, schreibt in die Kommentare, Robert, mein Lieblings Haunted House Film ist, also diese verfluchten Häuserfilme à la meinetwegen Sinister oder à la Conjuring oder viele Insidious und so weiter und so fort. Welches euer Lieblingsfilm? Schreibt es in die Kommentare und warum. Dafür nehmt ihr an der Verlosung teil zur DVD von American Horror Story. Warum nur DVD? Blu-ray-Release ist, glaube ich, verschoben worden. Gibt es noch gar nicht auf Blu-ray, die Serie. Als zweites, der Film, der mich wirklich sehr überrascht hat, ist die fantastische Welt von Oz. Habe ich im Kino sehr gemocht mit James Franco in der Hauptrolle. Oz wunderbar eingefangen für alle, die Alice im Wunderland lieben. Ist das genau das Richtige? Cooler, unerwarteter Showdown, kreativ gemacht. Ich mochte den Streifen, auch weil Zach Braff dabei ist, den ich gern sehe. Aber auch eine Michelle Williams, eine Mila Kunis und viele, viele mehr. Toll umgesetzt, richtig spannend. Einmal habe ich hier eine DVD, eine Blu-ray und die 3D-Blu-ray. Und um an der Verlosung teilzunehmen, dafür schreibt in die Kommentare, Robert, meine Lieblings-Fantasy-Figur ist. Und dann schreibt ihr aus allen möglichen Fantasy-Filmen, aus Herr der Ringe, aus Alice im Wunderland, aus Avatar meinetwegen. Welche ist eure Lieblingsfigur und warum? Damit nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und schreibt gerne in die Kommentare, hinter euer Kommentar noch in Klammern, ob ihr DVD oder Blu-ray haben wollt oder sogar die 3D-Blu-ray. Das macht es beim Verlosen nachher einfacher, den Gewinner so zu ermitteln, dass er dann auch letztendlich das Medium abspielen kann. Soweit klar, das ist dann fantastische Welt von Oz. Und dann als letztes ein Film, eher unbekannt, ich glaube sogar eine Direct-to-Blu-ray oder DVD-Veröffentlichung, ist Eddie the Sleepwalking Cannibal. Die Geschichte von einem Mann, der eigentlich Künstler ist, aber lange schon nichts mehr auf die Leinwand gebracht hat, was besonders ist, was vor allem daran liegt, dass er seine Inspiration aus Blutbädern und Gemetzel bringt und ihm dann letztendlich ein Job angeboten wird an einer Kunstakademie, aber er feststellt, dass es eine merkwürdige Figur namens Eddie gibt, die ihn immer wieder auf merkwürdige Art und Weise heimsucht. Das Ganze eine sehr blutige Horrorkomödie. Review dazu folgt noch auf DVD-Kritik. Und um an dieser Verlosung teilzunehmen, schreibt in die Kommentare, Robert, meine Lieblings-Horror-Komödie ist, und da bin ich mal gespannt, was ihr so habt, also alles Richtung Zombieland oder meinetwegen auch Gremlins und so, macht da auf jeden Fall mit, schreibt rein und warum und schon könnt ihr eine Blu-ray von Eddie, The Sleepwalking Cannibal, schöne Sache eigentlich, der schlafwandelnde Kannibale, ich bin mal gespannt, was der Film genau zu bieten hat, schreibt einen Kommentar in die Richtung, in die Kommentare und dann nehmt ihr daran teil. So, war's schon. Drei Titel, insgesamt 4, 8 verschiedene Exemplare zu gewinnen. Schreibt fleißig Kommentare, 2 Tage Zeit. Die Gewinner schreibe ich dann an. Ich weiß, es können nicht immer alle Gewinne oft machen. 2.000, 3.000 Leute mit. Ich finde es trotzdem toll, dass ihr immer so schön partizipiert. Lasst gerne einen Daumen dafür, diese Art von Verlosung. Das sehen die Verleiher immer gerne und stellen dann immer weiterhin Sachen für euch zur Verfügung. Ist letztendlich für euch selbst. Entscheidet das, wie ihr wollt. Auf jeden Fall war es das jetzt mit dieser kleinen Verlosung. Ich wünsche euch noch einen tollen Sonntagabend und einen schönen Start in die neue Woche. Ihr könnt gerne noch bei meinen letzten beiden Kinokritiken vorbeischauen oder bei Twitter und Facebook. Wenn wir noch ein bisschen über Filme schreiben wollen, abonniert diesen oder meinen Zweitkanal, wenn ihr keine Videos von mir verpassen wollt. Lasst es bleiben, wenn doch. Das entscheidet nur ihr, aber morgen um 15 Uhr gibt es hier spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.